Hallo und herzlich willkommen bei Patricia und Eis. Heute möchte ich mit euch auf Skatern Anfängerübungen durchgehen. Und machen wir auch gleich schon los und kommen zur ersten Übung, zur Hocke. Okay, also super wichtig bei der Hocke ist, dass ihr hüftbreit steht und ihr keine X-Beine oder O-Beine habt, sondern die Knie wirklich über den Füßen sind und parallel. Dann nehmt ihr die Arme nach vorne für die Balance und geht runter in einen 90-Grad-Winkel. Der Oberkörper ist nach vorne gelehnt und dann haltet ihr euch schön hier vorne und haltet das unten. Und dann kommt ihr wieder hoch. Kommen wir nun zur zweiten Übung. Die ist ähnlich der ersten Übung. Ihr geht wieder in die Hocke, aber ihr haltet nicht unten in der Hocke, sondern ihr macht Kniebeuge. Ja? Ihr könnt das erstmal im Stehen üben. Geht ihr wieder runter und hoch. Runter und hoch. Ihr könnt auch gerne die Arme mitnehmen, damit es etwas dynamischer ist. Und dann machen wir das auch gleich im Laufen. Achtet darauf, wenn ihr nach unten geht, dass die Beine nicht auseinander gehen, sondern dass die wirklich immer hüftbreit bleiben und ihr fest auf den Beinen steht und nicht auseinanderdrücken und dann so in die Hocke geht, ja? Sondern wirklich gerade nach unten. Okay, auf geht's zur dritten Übung. Das Ganze nenne ich Semmeln backen. Einige nennen das auch Eierlauf oder Zitronen machen, also Lemons. Und zwar, ihr stützt die Arme ein und dann drückt ihr die Beine auseinander und zieht dann die Fußspitzen wieder zusammen. Beine auseinander drücken, ins Knie gehen und zusammen. So. Beine auseinander drücken und zusammenziehen und wieder aus dem Knie rausgehen. Ihr geht erst ins Knie und beim Zusammenziehen der Fußspitzen geht ihr raus aus dem Knie. Achtet darauf, wenn ihr Anfänger seid, dass ihr den Oberkörper immer ein bisschen nach vorne gelehnt habt, dass ihr nicht nach hinten umfallt. So, kommen wir nun zur vierten Übung. Wir machen wieder die Semmeln bzw. den Eierlauf, aber wir kreisen die Arme dabei und zwar rückwärts Armkreisen. Das ist eine koordinative Übung. Und zwar, ihr habt jetzt die Arme nicht eingestützt, sondern ihr kreist die Arme, wenn ihr runtergeht ins Knie und die Beine auseinander drückt, fangt ihr an mit Armkreisen und dann geht es wieder von vorne los.
zusammen und dann seid ihr schon fertig mit einem Armkreis. Ja. Okay, jetzt kommt die fünfte Übung. Wir üben jetzt auf einem Bein zu laufen. Das klingt jetzt erstmal schwer, aber ist gar nicht so schwer, denn wir fangen erstmal klein an. Ja. Also wir nehmen die Arme nach oben und nehmen etwas Schwung, stehen auf zwei Füßen und nehmen das eine Bein nach oben. Nur ganz kurz erstmal. Erstmal wirklich nur ganz kurz nach oben nehmen, so eine Sekunde, dass ihr merkt, okay, wie ist es denn überhaupt auf einem Bein zu stehen und zu laufen. Wichtig ist wieder mit dem Oberkörper etwas nach vorne gebeugt, nicht dass ihr wieder nach hinten umfallt. Auch ganz wichtig wirklich, Bauch ist fest und Popo ist angespannt. Ne? Und Arme sind hier auch fest. Das darf nicht hier hin und her wackeln. Alles fest am Körper. Das rechte Bein und dann das linke Bein. Wenn euch das zu schwer ist im Laufen oder ihr Angst habt, könnt ihr das auch erstmal im Stehen machen. Also ihr stellt euch hin ohne Schwung oder haltet euch auch irgendwo fest und macht erstmal, indem ihr im Stehen das Bein hochzieht. Ja? Wichtig ist dabei auch, dass ihr das nicht nach hinten hochzieht, sondern wirklich das Knie vorne hochzieht wie beim Kniehebelauf und das Bein oder der Fuß ist dann letztendlich am anderen Knie angelegt, am Standbeinknie. Also das Spielbeinknie, was ihr hochzieht, wird nach vorne hochgezogen und der Fuß wird am Standbeinknie angelegt. Hier. So, und wenn ihr das dann ganz gut hinbekommt und ihr euch sicher fühlt, könnt ihr dann natürlich immer länger halten. Dann zählt ihr mal bis 3, bis 5 oder bis 10. Und dann könnt ihr dann ganz lange auf die Gerade auf einem Bein laufen. Genau, und übt wirklich auch beide Seiten. Ja, nun kommt die letzte Übung, die sechste Übung. Jetzt verbinden wir die Hocke mit dem Storch. Also, wir gehen erst in die Hocke und dann direkt aus der Hocke laufen wir auf einem Bein. Wichtig ist wieder natürlich die Spannung zu halten, das in Ruhe zu machen. Und Bauch ist fest, Pups ist fest und schön die Arme von vorne in der Hocke mitnehmen an die Seite und dann ein Bein nach oben. So, das war's auch schon. Das müsst ihr natürlich fleißig üben, dranbleiben und nicht aufgeben. Ganz wichtig ist wirklich, dass ihr dabei dranbleibt und regelmäßig übt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal und hinterlasst mir gerne Feedback in den Kommentaren. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram und TikTok, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und auf meiner Webseite könnt ihr online Privatstunden auch gerne buchen mit mir zusammen. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.